Hallo Krebs, wie geht's? Ich bin Phoenix. Ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich wollte mit dir jetzt schauen, wie sich die Energien für diese ersten 2 Wochen, jetzt Februar, sich wie die Energien stehen. Schauen wir mal, ja? Unter dem Deck haben wir der zweite der Münzen, Krebs. Ja, es kommt jetzt darauf an, wie sich die anderen Karten jetzt sich binden, entwickeln. Aber im Prinzip ist eine Person da, die zwei Münzen balanciert. Könnte perfekt darüber reden, dass man wirklich viel zu tun hat, dass man viel Arbeit hat, dass man ja tausend Sachen gleichzeitig machen muss. Und ja, ist eine positive Karte, die zweite der Münzen. Es könnte sich, wie gesagt, auch um das Finanzielle handeln. Und ja, um das, aber auch vielleicht auch um die Liebe, dass man eine Entscheidung treffen muss, ja, dass man zwischen zwei, also Personen steht oder eine Entscheidung, ob das jetzt mit der Arbeit zu tun hat oder mit deiner Beziehung zu tun hat. Irgendwie hinter der zweiten der Münzen haben wir der Hierophant. Ja. Ja, der Hierophant, ja. Was auch für Gespräche spricht und für auch eine Beziehung, also eine, und die Karte der Vergangenheit, ja, der sechste der Kelche. Eine Karte, die für die Vergangenheit spricht, ja. Schauen wir mal, was die Karten jetzt so sagen. Krebs. Als Thema Krebs haben wir der siebte der Kelche. Eine Karte, die auch ein bisschen
schwierig, diese Karte. Also es kann auch ein bisschen Konfusion bringen, ja, diese Karte, ja. Er zeigt eine Person, die Träume hat, also hat viele Träume und viele Illusionen, ja. Eine Person, also diese Karte kann auch manchmal über Optionen reden. Menschen, die da sind, die an dich interessiert sind oder du halt an denen und dich entscheiden musst, ja. Ja, ich werde mir jetzt auch noch mehr Erklärungen holen, Krebs, aber im Prinzip ist eine Karte, die für mich ein bisschen Konfusion mit sich bringt, ja. Es ist ja eine klare Sache, dass man in irgendeiner gewisse Weise eine Entscheidung treffen muss, ja. Ja, es ist viel da, aber nichts Richtiges, ja. Ist begleitet mit der Karte der Teufel, ja. Ja. Ja, und jetzt hole ich mir Erklärungen. Weil mit dem Teufel weiß ich ja nie, was er möchte, ja. Unter dem Deck haben wir die dritte der Kirsche. Wiederholt sich jetzt in den Karten auslegen auch. Und interessanterweise der sechste der Stäbe wiederholt sich auch in deinen jetzigen Karten auslegen. Schauen wir mal, ich sage es dir jetzt. Augenblick bitte.